Kommandeurs, weil der ist ein Kilometer von der ehemaligen Innenminister und leider hat sich letztendlich eine Rolle gegeben für den Taler Abend. Auch das ist nicht mehr von Mantel. War sie sehr ehrlich versagt. Die Neigung zum Luxus war nebensächlich, aber untrennbar von Titus eigenwilligem Besitz von Palästen, vor allem jenen des Königs. Wesentlich daran ist, wie alles Wesentliche bei Tito, die Macht, die Herstellung der absoluten autokratischen Macht, und zwar einer zweifachen Macht über Staat und Partei. In den Augen des Volkes sind Paläste Sitz und Symbole der Macht. Sogenannte einfache Leute, das Volk, sind nicht überglücklich über hohe Ausgaben für Paläste und die Verschwendungssucht der Herrscher. Aber sie sehen darin auch etwas Natürliches, Unverhinderbares. Wenn sich zum Reichtum auch nur selten der Glanz gesellt, zur Macht gehört er immer, sei er auch falsch. Nach der Revolution vertrat niemand mehr die Lehre von der göttlichen Herkunft der Macht. Aber das Volk verhielt sich gegenüber den Mächten auch weiter als zu etwas Ungewöhnlichem, Erhöhtem. Nimmt das etwa keinen Einfluss auf das Schicksal der Menschen und der Nation? Einfache Leute, obgleich sie es nicht für schön und verdient hielten, dass sich die kommunistischen Funktionäre nun auf die Paläste und Villen stürzten, haben ihnen das nicht zu sehr verargt. So war es durch Aufstände und Kriege schon immer gewesen. Und man lächelte nur über die Versprechen der Kommunisten, dass mit ihrem Machtantritt alles anders werde, dass ein Zeitalter der Entsagung, Bescheidenheit und Gleichheit beginne. Deshalb sah das Volk in Titos Einzug in die königlichen Paläste nichts Ungewöhnliches. Er war der Führer und die Macht lag in seinen Händen. Das fühlte und wusste auch Josip Broz Tito. Mit seinem Einzug in die Paläste der Herrschaft aus den Palästen verband er sich mit der monarchistischen Tradition, mit traditionellen Vorstellungen über die Macht und den Herrscher. Auch Titos Erkenntnisse und Wünsche waren nicht wissenschaftlicher und verfeinerter. Zieht man von ihnen den Schaum der marxistischen Lehre über den Klassencharakter der Herrschaft und das Absterben des Staates ab. Es sind im Wesen primitive Begriffe vom Herrscher als sorgsamem Patriarchen und dem Bürger als gläubigem Untertan. Paläste, eine besondere erhöhte Art zu leben, stärken neben den Annehmlichkeiten, die sie mit sich bringen, auch noch die Vorstellungen über die Macht und die Außergewöhnlichkeit. Zur Zeit seines Einzuges in die Paläste und der Ergebenheitsbriefe und Telegramme einiger Bürger, die sich in der Revolution nicht gerade ausgezeichnet hatten, wir standen erst am Beginn der späteren Auslassungen und Beteuerungen, stritt sich Tito mit Puritanern und Volkstümlern wie mir herum. Ach was, gehorsame Bürger sind am besten, der Staat ruht auf gehorsamen Bürgern. Aber die Aneignung der Paläste war ungleich wesentlicher für die Unterordnung der Partei unter Titos Persönlichkeit und die Aufnahme der Idee der Vergöttlichung seiner Person in eine universale kommunistische Parteiidee. Genauer gesagt, für die Verbindung zwischen der Ideologie und seiner Persönlichkeit. Aber Tito war kein Ideologe wie Lenin, war auch nicht so viel Ideologe wie Stalin. Diese Verbindung konnte nur mit Hilfe der absoluten Macht, mit Hilfe und im Glanz der Macht erfolgen. Tito war niemals, schon gar nicht an der Macht, bescheiden und gewöhnlich wie Stalin oder Mao. Er benötigte den äußeren Schein nicht nur wegen seines inneren Antriebs als Emporkömmling und der Verbindung mit der traditionellen Monarchie, sondern auch als Ersatz für seine ideologische Unbedeutendheit und Ungelehrtheit. Paläste, Luxus und Pomp waren nicht nur der sichtbarste, drastischste Ausdruck der Vorhaben und Unternehmungen Titos, sondern auch der damaligen Entwicklung, des damaligen Zustandes in der Partei und der neuen Macht. Das ergab sich so schon im Krieg, festigte sich nach den blutigsten, entscheidenden Schlachten und wurde mit der spontanen und organisierten Popularisierung Titos, mit der Vereinigung aller Führungsfunktionen in einer in Titos Person legalisiert. Und es begann schon vor dem Krieg, mit der ideologischen Parteieinheit, die in heftigen innerparteilichen und Klassenkämpfen ausgefochten wurde und für die sich Tito mit beharrlicher Spitzfindigkeit einsetzte.